Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute eine kleine Box. Da ist was drin. Und das macht Sinn. Erstens, gekauft bei Söldner Messerladen. Der Andi ist ein persönlicher Freund von mir. Und ja, nicht gesponsert, gekauft. Okay, also das ist der Real Steel. Wie schimpft sich das? Real Steel Outdoor Survival Firestarter und Glasbrecher Tool Grey. Gibt es auch in Schwarz, gibt es in Rosé. Ja, und das ist hier so ein schönes Schmuckstück. Ja, da ist der Glasbrecher. Ich denke mal, das ist Tungsten. Was, mein LKW? Moment. Das war jetzt die Stahlfelge. Also, kommt hier drin. Dann könnt ihr dann das Schaumstoffzeug rausnehmen und dann habt ihr vielleicht irgendwie was für EDC-Aufgaben, wie auch immer. Alrighty, so, also das hier ist aus die Sonnenlichtverhältnisse, also die Lichtverhältnisse sind aber auch, ne? Das wird nichts mit dem Licht, aber egal, ihr seht's ja, ne? Also, das ist das, der Feuerstahl. Ich würde sogar sagen, das ist ein Kubotan. Nicht Kubotan, ja, weil wenn du es nämlich so hältst, und ich kann übrigens in einer Survival-Situation, in einer Prügelsituation, also Selbstverteidigung und so, jedem nur empfehlen, nicht so zu schlagen, also nicht mit der Faust, sondern wenn schon dann so Hammerschläge, ne, das, dann hast du diesen Druckpunktverstärker hier und den. Ne? Immer auf die 12 ist das schnell beendet. So, das ist aber jetzt nicht Sinn und Zweck dieses Teils. Übrigens von Ostap Hel, der heißt so Ostap und dann Hel. Das ist ein Messermacher, Designer. Muss doch relativ jung sein. Ich habe ein bisschen, der hat auch einen Instagram-Kanal, Ostap Hel, einfach mal eingeben. Der hat das designt und das finde ich ziemlich pfiffig. Ne? Also er hat, ne? Ihr habt das also am Schlüsselbund im Prinzip. Ich wickel das mal jetzt hier dran, ne? So ein bisschen, ne? Weil der kommt ja nämlich auch dran. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen zweiten bestellen für meinen Hausschlüsselbund, ne? Für meinen Hausschlüsselbund oder privaten Schlüsselbund. Das ist mein Arbeitsschlüsselbund, ne? Was haben wir da dran, ne? Mercedes-Benz-Schlüssel, Einkaufswagen-Bescheißerle. Ein kleines Klappmesser, muss ja jetzt jemand mit dem Auto vorbeifahren, klar, eine kleine OLED-Taschenlampe, ja, die hatte ich auch schon mal vorgestellt, an dem anderen Schlüsselbund, dem privaten, habe ich die auch dran, ja, und dann halt jetzt den Kameraden. Der eine oder andere wird sagen, oh, gebamselt, das ist mir zu viel, aber mir nicht. Alright, so, jetzt habe ich also die Option, ja, die machen aber auch heute Alarm, das so zu tragen. Schon wieder ein Auto. Entschuldigung. Ja, da ist ein Hundeplatz. Die müssen jetzt alle zum Hundeplatz. Das ist Freitagnachmittag. Ja, die Möglichkeit. Na, ihr wisst schon. Hopp. Und dann nochmal als Option. Ich meine, besser als beim Baseballschläger gehauen oder mit dem Schullöffel. Tut auch weh, aber soll ja bleibende Wirkung haben. Also, ne, man könnte diesen Schlüsselbund so tragen. So hat den halt. Ich habe den wirklich in der Hand nachts. Ja? Ich habe aber auch in der anderen Hand immer einen Kubotan. Eigentlich im Prinzip ein Tactical Pen. Ja? Von With Armor. Ziemlich cooles Ding. Stelle ich auch noch vor. Vielleicht mache ich mal ein Video über meine Kubotanchens, ne? Meine Kubotan-Sammlung. Ja, also ich habe hier schon mal erstmal einen richtig fetten Schlüsselbund. Wenn ich das hier an so einem, an so einer Lederschlaufe habe, schnell vorbei. Ne? Hopp. Ne? Schnell vorbei. Aber wenn man sich das nicht traut, dann hat dann halt hier den Kubotan so in der Hand. Oder
Ja, ist ja eigentlich als Glasbrecher gedacht. Aber ich denke, wir wissen alle, wenn so ein Ding so breit ist wie eine Faust, wofür das gedacht ist. Ja? Punkt Nummer 1. Glasbrecher, klar, am Schlüsselbund vom Auto, natürlich. Wenn du ein Rollover hast, also ein Rollover, also wenn man sich überschlägt und muss sich aus seiner misslichen Lage befreien, zum Beispiel wenn man im Wasser gelandet ist, muss man natürlich was haben, um den Gurt durchzuschneiden, sofern man angeschnallt ist. Na? Und mit der Elektrik funktioniert es dann auch nicht mehr so mit dem Fensterheber. Ja? Also, was machst du? Muss das Fenster einschlagen. Zack, wo hast du denn irgendwas, um das Fenster einzuschlagen? Was ist denn noch greifbar? Weil alles fliegt ja durch die Gegend. Ja? Der Schlüssel steckt im Schloss. Rausziehen. Dann hast du dein Kubotan. Du hast ja noch dein Messer da, weißt du? Also aufschneiden und dann und raus. Ne? So, jetzt schrauben wir das Ding hier auf. Das ist übrigens Flugzeugaluminium. Ne? Und da haben wir 6,4 oder 6,5 cm Feuerstahl. Ne? Der ist hier, ich glaube, eingedreht oder eingeklebt, glaube ich. So. Also da, wo der reingeschraubt wird, ja, da ist dann auch, übrigens ist es immer so, dass die so ein Coating drauf haben. Ne? So. Jetzt gucken wir mal. Ne? Anreißkante ist auf beiden Seiten gleich. Ne? Seht ihr? Siehst du noch? Siehst du noch? Okay, so. Jetzt packst du das Ding einfach ran. Man muss ein paar Mal. Übrigens, nicht so machen. Das mache ich auch, aber meistens nur für Videos. Festhalten und dann. Ne, den Stahl, Feuerstahl nach hinten wegziehen. Ne, also der Funst sieht cool aus. Ne, hat noch super Funktion. Und juhu, das ist mal so eine. Ich glaube, ich habe weniger bezahlt. Müsst ihr mal gucken. Ich packe mal den Link davon in die Beschreibung zum Söldner Messershop, zu diesem Feuerstarter, Glasbrecher, / Kubotan. Ja, ich hatte den ein bisschen günstiger bekommen. Der Andi hat ab und zu mal so ein paar Aktionen, wo man die ein bisschen günstiger bekommt. Dann ist dann vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube, da war hier an der Dose eine Delle. Da ist hier eine Delle. Und war noch was? Aber ich sag mal, wenn jemand sagt, das ist zweite Wahl, ne? Also kannst du was auch als zweite Wahl verkaufen, dann frage ich mich, naja, wegen der Delle doch nicht. Oh, guck mal, jetzt ist eine Delle drin. So, jetzt ist es zweite Wahl, ne? Weil das Ding ist ja nicht mehr so, wie es sein soll. Macht mir jetzt gar nichts. Ne? Ihr könnt das benutzen, ihr könnt da eure Kippen reintun, Feuerstarter, was auch immer ihr habt, ihr könnt das da reintun und dann, ne, habt ihr auf jeden Fall immer was dabei. Der Schlüsselbund wird zwar ein bisschen schwerer, das macht aber überhaupt nichts. Und warum? Ich habe lieber, wenn mein Schlüsselbund ein bisschen schwerer ist, als wenn da nur ein Schlüssel dran ist und das Ding fällt dir aus der Tasche und du merkst es nicht mal, weil da kein Gewicht dran ist. Deshalb mag ich es, wenn meine Schlüsselbunde massiv sind, stabil. Ich glaube, ich würde meiner Freundin den in Rosé kaufen. Die hat jetzt auch ein kleines Taschenmesser an ihrem Schlüsselbund. Die hat jetzt einen. Eine Taschenlampe am Schlüsselbund, das wird so eine EDC-Tante, ich glaub's. Vielleicht macht die demnächst auch noch Videos, wäre doch cool, oder? Die Waldmeisterin. Ne? Also, ich packe euch den ich packe euch das in die Beschreibung, ja, und in den ersten Kommentar. Und wünsche euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt glücklich. Mops und Fidel, ne? Und
Wie immer gilt, tschüss mein Dude, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt dich ab. Waldmeister. Übrigens, für das Video kriege ich keinen Cent. Was ich schon mal gesagt habe. Habe ich schon bezahlt. So, bye bye. Und Applaus, Applaus, Applaus!